Hallo Freunde, bleibt dran und lasst uns gemeinsam eine Runde Factorio Let's Test genießen. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, dann drückt bei YouTube abonnieren, bei Twitch auf Folgen und wenn ihr mich sogar unterstützen wollt, dann lasst einen Sub da. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ihr wisst es selbst, Unterstützung tut immer gut. Und jetzt lasst uns anfangen und diese Folge gemeinsam genießen. Ja, eine Fortsetzung des 248K-Mods. Der Modmacher hat mich angeschrieben und angefragt, ob ich mir den Mod nochmal anschauen würde. Es wurden sehr, sehr viele Veränderungen gemacht. Ihr erinnert euch bestimmt, beim letzten Mal gab es die Electronic Stage und die Fusion Stage. Ich glaube, die zwei Punkte nur. Mittlerweile sind noch drei weitere Punkte hinzugekommen oder Reiter mit sehr vielen Dingen, auf die ich gleich näher eingehen werde, und ich hoffe, dass das eine Mod-Vorstellung wird, die nicht allzu lang wird, denn die erste ging ja schon damals eine Stunde. Mal gucken, was jetzt draus wird. Okay, also, die Electronic Stage kennen wir schon vom ersten Mal. Die Bausteine hier oben müssten, glaube ich, alle geblieben sein. Ich bin mir gerade etwas unsicher, ob das Aluminium schon war. Es kann auch sein, dass es neu dazugekommen ist, weil ich habe hier auch ganz radikal umgebaut. Es gibt ja die alte Mod-Vorstellung und ich habe jetzt alles auf den neuen Mod angepasst. Die genauen Veränderungen habe ich nicht im Kopf, muss ich auch passen. Der Grundaufbau, denke ich, ist geblieben. Was hier gravierend im ersten Teil hinzugekommen ist und sich verändert hat, sind die Flüssigkeiten, vor allen Dingen am Ende die K1 Computing Power Flüssigkeit. Für die gibt es dann mehrere Rezepte, die sich dahingehend unterscheiden, dass die benötigten Materialien immer mehr reduziert werden. Also sprich, man hat letztendlich die Flüssigkeit immer schneller zur Verfügung, die ja benötigt wird, um eben diese Beacons zu betreiben, was ja eine Sache von dem Mod ist, dass man eben keine 35 Module braucht oder pro Maschine immer wieder, sondern dass man die zentral dann ablegt. Aber das gucken wir uns dann an. Also prägnante Flüssigkeiten, ich fange jetzt doch von vorne nochmal an, in diesem Mod sind halt, ist die Aufsplittung vom Rohöl. Hier gibt es jetzt Kerosin, Leichtöl und Wasser als Produkte. Und das Wasser fange ich hier ab, das Leichtöl fange ich auch erstmal ab und das Kerosin haben wir. Das Kerosin wird gewandelt oder kann man dann wandeln in entschwefeltes Kerosin und acidic water. Weiß ich jetzt auf Anhieb nicht, was es übersetzt heißt. Mir wurde mitgeteilt, dass schon sehr viel in dem Mod ins Deutsche übersetzt ist. Aber ich stolpere halt auch immer wieder so über ein paar Sachen, die es, glaube ich, noch nicht geschafft haben. Also bei mir hier geht es gerade nicht. Ich bin in der aktuellsten Version. Stand, wir haben heute den 10. März. Gucken. Das Wasser brauchen wir für eine wichtige Komponente, die hergestellt wird. Und zwar diese mysteriösen Energiekristalle. Weiterhin können wir das Wasser nehmen und daraus Schwefelsäure herstellen. Hier in diesen Maschinen. Und wir nehmen Desulfid. Müsste doch eigentlich ein Schwefel sein, oder? Sulfur ist Schwefel. Doch, müsste sein. Und dieses Kerosin wird dann am Ende auch wieder gebraucht. Das läuft hier oben lang. Und daraus stellen wir, gehen wir gleich mal weiter, hier in dieser Maschine Dieseltreibstoff her. Den Dieseltreibstoff benötigen wir, da sind wir jetzt glaube ich schon was hier, genau. Und der Dieseltreibstoff wird dann wieder mit Lithium und diesem mysteriösen Kristall zusammen in diese angereicherten, energieangereicherten Dieseltanks, so möchte ich es mal ausdrücken,
gepackt. Das wiederum ist wichtig für den Zugbetrieb, weil man sieht, dass es eine Menge oder es steckt eine Menge Leistung in diesen Units. Die Fahrzeugbeschleunigung ist, glaube ich, 55% angehoben und die Höchstgeschwindigkeit um 130%. So, aber den Rest jetzt in Reihenfolge weiter. Da muss man etwas vorgreifen, weil es nicht anders geht. Wir haben Schwefelsäure. Die Schwefelsäure wiederum können wir auf Stein anwenden und erhalten dann Lithiumerz. Dieses Lithiumerz geht in den Hochofen, in dem Fall einen elektrischen, und wir bekommen dann Lithium raus. Das Lithium wiederum brauchen wir für die Lithiumbatterie und für die normale Batterie. Hier geht halt Stahl und Eisenplatten rein und hier drüben gehen Kupferplatten und Eisenplatten rein. Und die Maschinen arbeiten gerade nicht, weil das hier oben schon wieder voll ist. Mehr war jetzt auch nicht wichtig. Es ging auch nur darum, das mal zu zeigen. So, die nächste Sache, die es gibt, ist Stein und Schwefelsäure und wir erhalten Aluminiumerz. Doch, das gab es schon, weil den Aufbau hat man schon im ersten Mod. Das Aluminiumerz, genauso wie beim Lithium, geht in den Ofen und aus dem Aluminiumerz werden Aluminiumstangenbarren in der Art hergestellt. So, jetzt muss ich doch mal was überprüfen, weil ich habe gerade das Gefühl, also ich weiß es nicht. Bin ich noch online? Bin gerade etwas unsicher. Ich hoffe es einfach mal. Aber es macht den Anschein. Ja, gut. So. Tut mir leid, dass ich hier kurz abgeschweift bin. Diese Aluminiumstangen werden für ganz, ganz viele Produkte gebraucht. Zum einen werden daraus die Burner-Generatoren hergestellt. Also, wie soll ich das jetzt nennen? Burner-Generator, was haben wir denn? Haben wir was Vergleichbares im Normalen? Heizkessel ist es nicht ganz. Dampfmaschine ist es nicht. Im Prinzip ist es alles in einem. Hier oben ist einer im Betrieb. Er braucht nur etwas, was er verbrennen kann. Das kann Holz, Kohle und so weiter sein. Aber man kann halt auch zum Beispiel diesen mysteriösen Energiekristall nehmen, der 35 Megajoule Brennstoff hat. Dieses Solarpanel ist auch ein Bestandteil des Mods. Und zwar wird das dann auch in der Maschine hergestellt. Kupferplatten, elektronische Schaltkreise, Beton und Aluminium. Und wir erhalten dieses Solarpanel, was eine Leistung von 200 Kilowatt hat. Nächste Sache. Es gibt diese Water, den Water Pressurizer. Der macht im Prinzip nichts anderes als aus normalem Wasser. Hier funktioniert auch wieder schon wieder eins nicht. Ist das Problem immer bei den Umstellungen, dass da ab und zu mal was auf der Strecke bleibt und dann denkt man, man hat alles gemacht und hat doch was übersehen. So, jetzt. Okay, also der macht aus normalem Wasser mit Hilfe von Dampf wo haben wir es jetzt? Da unten. Dieses Pressurized Water, das hat 500 Grad, das ist wichtig. Und es kommt wieder ganz normales Wasser raus. Also es wird im Prinzip aufgesplittet, Hälfte, Hälfte. Das normale Wasser kann man abfangen und wieder in den Kreislauf bringen. Ich habe es der Einfachheit halber hier einfach nur weggezogen. Warum kackt die Verbindung immer wieder ab? Okay. So, dieses erhitzte Wasser führt man dann in diese Wasserturbinen und die liefern uns eine Leistung von 40 Megawatt. Was ich schon recht beachtlich finde. Nicht 40, 4 Megawatt. Und bringen
kein Wasser wieder raus. Nein, die verbrauchen das dann. So, diese Turbinen kann man auch herstellen. Auch dafür braucht man wieder das Aluminium als Hauptbestandteil. Motoren, Rohre, Schaltkreise und so weiter. So, was gibt es noch? Was kann man noch herstellen? Das sind die Dieselzüge. Also die Diesellok vielmehr. Dazu brauchen wir die normale Lok, Aluminium und so weiter und hat dann eine verbesserte Lok. Die Diesellok ist um einiges stärker. Hier drüben waren wir schon. Hier geht das entschwefelte Kerosin rein, wird verarbeitet zu eben... Oh, das hatten wir ja vorhin schon. Das hat man auch, was rein muss. Haben wir den nächsten Teil. Das ist was sehr Interessantes, die Train Electricity Generatoren, also die Elektrogeneratoren für die Züge, die im Prinzip nichts weiter machen als, ich glaube, die Geschwindigkeit erhöhen, wenn ich mich nicht irre. Genau, denn die, ach nee, Quatsch, die erzeugen 600 kW und damit hat der Zug mehr Leistung, sowas. Hier drüben haben wir dann den Turbolader, ein Diesel-Turbolader, der eben genauso Leistung liefert für die Züge. Dann gibt es das K1 Data Center, das ist eine sehr interessante Sache. Dazu brauchen wir auch wie immer das Aluminium, Beton, Stahl und so weiter. Dieses K1 Data Center liefert uns diese K1 Computer Power, 500 Grad heiß. Die gibt es in Blau als K1 Computer Power und dann gibt es die in Rot als K1 Memory. Diese beiden Flüssigkeiten werden benötigt. Also das eine wird im Data Center hergestellt, das andere im Memory Provider, der genauso eben produziert werden muss. Auch wieder mit Aluminium. Und diese Flüssigkeiten werden benötigt, um diesen K1-Kern, K1-Core, ja, zu betreiben. Denn immer wenn er die Flüssigkeiten Intus hat, dann arbeitet er. Während er arbeitet, verwertet er, nein, nicht verwertet, die bleiben ja dauerhaft drinne. Aber während er arbeitet, überträgt er die Modulinformationen von den Modulen, die hier reingesetzt sind. Dafür, um das zu übertragen, hat er hier vorne ein Fenster und da drinnen sind K1 Linker, also Verbinder drinnen. Diese wiederum brauchen wir, um sie in diese Beacon einzusetzen. In dem Beacon eingesetzt, sieht man es hier. Halt, wo habe ich den denn angeschlossen? Der sagt mir gerade ganz was anderes. Gut, ich hatte ja ein bisschen rumexperimentiert, kann sein. Ich das mal rausnehmen. So, jetzt nehme ich die hier raus. Eine raus. Und hier oben rein. Nö. Gut, kann sein. Ich habe hier nun natürlich Module drin, die nicht standardmäßig ins Spiel reingehören. Wäre möglich, dass er mir das Super Speed Modul eben nicht mit überträgt. Das ist... Habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber ich brauchte eben auch diesen Creative Mod, weil nur mit dem kann man das Ganze aufbauen, vorstellen, ohne eben das ganze Ding erst zu erspielen. So, wie gesagt, dieser K1-Core läuft. Wenn der läuft, mit der Flüssigkeit versorgt ist, dann gibt er die Informationen der Module an die Beacons mit Hilfe der Linker weiter. Und die Beacons stellt man auf, wie man es kennt, einfach drumherum und die übertragen dann ihre Werte an die entsprechende Maschine. So, das wäre der Teil gewesen. Das mit den Zügen hatten wir damals auch schon. Hier ging es mir einfach nur darum zu zeigen, wie unterschiedlich die Züge sich bewegen, wie unterschiedlich schnell sie anfahren, was eben der Inhalt dessen, was in der Lok verbaut ist, ausmacht. Hier haben wir nur den Treibstoff drin und nichts weiter. Hier oben haben wir den besseren Treibstoff drinne, also der Zug ist blank, wie man ihn kennt, und hier habe ich so gemacht, der normale Treibstoff, aber eben diese
Aggregate mit drinne. Und bei dem Zug der bessere Treibstoff und auch die Aggregate. Einfach um so ein bisschen den Unterschied darstellen zu können. Man kriegt es mit, wenn man es dann fahren sieht, dass die Loks insgesamt sich unterschiedlich bewegen. Aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, hier die ganze Zeit drauf zu gucken, um sich das anzuschauen. So. Wir gehen wieder hier rein. Das haben wir gezeigt. Das ist gezeigt. Die K1 habe ich auch erzählt, dass die eben verschieden mit den Komponenten sind. Das ist die K2-Energie. Das haben wir noch nicht. Und das ist die K3-Energie. Das haben wir auch noch nicht. Da kommen wir noch drauf zurück. So, was haben wir noch? Die Data Center haben wir. Memory Provider, Beacon und eben den K1 Core. Das haben wir alles gezeigt. Also kommen wir auf die zweite Sache wechseln. Können wir schon wechseln? Na, ich gucke nochmal. So, wir haben hier unten noch die Energieversorgung. Die habe ich noch aufgebaut. Für dort oben. Und zwar hatte ich das mir hier so gedacht, ein Solarpanel, um den Greifarm zu versorgen. Hier unten kommt Kohle, die Kohle geht in den Burner, in den Stromversorger. Der wiederum ist hier unten verbunden, treibt die Pumpen an, treibt die Maschinen an. Hier kommt Dampf rein, das haben wir ja oben schon gesehen. Das Wasser wird mit Dampf erhitzt und es kommt halt heißes Wasser raus. Und es geht normales. Genau. Normales Wasser kommt wieder raus und das Heiße geht hier, wird hier reingepumpt und treibt eben die Dampfmaschinen an die Wasserturbinen, die uns momentan eine Leistung von recht wenig liefern, weil so viel gerade nicht gebraucht wird. Aber im Schnitt 115 km, das ist nicht viel. Wir haben gerade hier oben, glaube ich, keine Abnahme groß. Und, das ist die nächste Sache. Ich habe noch diese Kerosinburner gebaut. Die sind nämlich neu hinzugekommen. Die gab es vorher nicht. Die müssten. Ja, hier vorne gleich als erstes stehen. Genau. Und diese Kerosinburner machen das gleiche wie dieser, nur eben, wie es der Name schon sagt, dass man sie halt mit Flüssigkeiten, mit dem Kerosin versorgt und dann eins von diesen Geräten eine Leistung von 2 Megawatt hat. So, das war der Teil. Kommen wir zum nächsten Teil. Jetzt wechseln wir zur Fusion Stage, zum ersten Fenster. Hier erwartet uns dann Thorium 232, also es geht alles in Richtung Kernenergie, Uranium 233, Plutonium 239. Das ist dann wieder das gleiche, das kennen wir ja schon, das Uran 238. So. Dann gibt es noch gecrashte Erze. Gecrashtes Eisenerz, Kupfererz, Aluminiumerz, Lithium gecrasht. Der Energiekristall in zerkleinerte Form, Kohle zerkleinert und dann noch einmal Steelblend. Also da brauchen wir, muss man halt mehreres verbinden, gecrashtes Eisen, Aluminium und Kohle. Und da wird dann eben dieser Dreiermix draus. So, dann gibt es Compound-Material, also wie soll man das jetzt übersetzen? Fehlt mir jetzt gerade das Wort für Verbindung. Stabil, egal. Industriellen Stahl, dann Artificial Energy Crystal, also ja, ist noch hochwertiger, weil da sind 300 Megajoule Brennwert enthalten oder Leistung oder Energie. Stahlträger und Leichtbauteile, die kennt man ja, die werden hier halt nur anders hergestellt. Sehr interessant ist, es gibt jetzt Assembling-Maschinen, die nuklear betrieben sind, also die brauchen dann keinen Strom mehr im klassischen Sinne und auch keine andere fossilen Brennstoffe.
Dann gibt es einen nuklearen Miner, genau das gleiche in Grün. Auch hier werden die fossilen Brennstoffe und Strom nicht mehr benötigt. Charging Station ist sehr schön, der Roboport ist interessant, die Crushing Factory und das gucken wir uns jetzt an. Entschuldigung. So, auch hier haben wir einen kleinen Aufbau, habe ich einen kleinen Aufbau schon vorbereitet. Einmal, wie die ganzen Materialien gecrasht werden. Oben kommen jeweils die Platten, Barren, Kristalle rein und kommen dann in gecrashter Form unten wieder raus. Die drei habe ich nochmal weitergeleitet für dieses Stahlvormaterial. Was haben wir noch? Wir stellen diese Kristallmatrix her aus Lithium und dem Energiekristall gecrashter Form und erhalten daraus dann in der nächsten Maschine eine Energiekristallmatrix. Die wird später noch benötigt. Und es gibt diesen Mini-Kristallkatalysator. Den wiederum kriegen wir, wenn wir diese angereicherten Diesel-Treibstoff, Galonen, was auch immer, Behälter wiederum bearbeiten, durch eine Zentrifuge jagen. Dann gibt es halt diese Katalysatoren, weil ohne die kann man das nicht herstellen. So, dieses Compound-Material wird hier hergestellt. Also im Prinzip geht es hier nur darum, oder ich würde sagen, es ist einfach nur eine sehr stabile Verbindung, die man braucht. Denn wenn man sieht, was verbaut wird, es sind Eisenplatten, Stahlträger und Aluminiumträger. Ich stelle gerade fest, dass ich mir hier irgendwie unheimlich Druck mache, um das Ding vernünftig darzustellen. So, hier wird dieser Stahl hergestellt. Die halt. Dieser industrielle Stahl, das sind dann quasi sozusagen, so wie es aussieht, vier Bahnen mit einmal. Hier wird dieser Energiekristall hergestellt und genau für den brauchen wir diese Matrix. Hier drüben wird Stahl hergestellt, dafür ist dieser Crushed Mix notwendig und die Leichtbauteile, die eben hier auch eine andere Herstellungsart haben, als man es aus dem Vanilla gewohnt ist, denn da kam Plaste mit zum Einsatz. So, was stellen wir hier hin? Den super energiereichen oder noch energiereicheren Kraftstoff. Der hat einen Brennwert von 350 Megajoule. Die Umweltverschmutzung ist natürlich auch stärker, die Fahrzeugbeschleunigung ist besser und die Höchstgeschwindigkeit ist besser. So, wie man gesehen hat, bei den ganzen Maschinen sind hier unten diese Art Brennstäbe drinne, die es in ganz verschiedenen Ausführungen gibt. Einmal als Uran-235-Variante, als Thorium-Variante, als Max-Variante, dann Uranium-233 und als hochenergetische Max-Geschichte. Das hat man gerade. So, dann gibt es hier eben Nuklearzüge oder nuklear betriebene Züge. Es gibt den Reaktor auch noch tragbar. Dann gibt es Modulrahmen und einen eigenen Modulkern. Die Flüssigkeit hat man eben schon vorgestellt, den Katalysator auch und die Energiematrix auch. Den Rahmen und den Kern braucht man, um die eigenen Module dieses Mods herstellen zu können. Diese Module bewirken, dass die Produktivität erhöht wird. Und ansonsten sind sie wie die üblichen, die Energie geht nach oben, das Tempo geht runter und die Umweltverschmutzung geht hoch. Aber die Produktivitätserhöhung müsste mehr sein als bei den Standardmodulen. Können wir gleich mal schauen. Hier sind es 4%, 6 und 10. Und bei den Modulen ist es halt so, wir haben 8%, 14 und 25. Das ist ein interessanter Sprung, der irgendwie ungerade ist.
Denn von 8 das Doppelte wäre 16. Und dann nochmal 8 drauf, wären wir bei 24. Hier haben wir 25, das ist ja okay, aber warum hier das zweite Modul nur auf 14 geht, statt auf 16 oder auf 15 oder irgendwas in der Art, wundert mich etwas. Aber gut, ist so. Der Modmacher wird sich ja die Modvorstellung auch nochmal anschauen und dann bestimmt über das ein oder andere stolpern. So, was wollen wir noch? Wir stellen dann diese Thorium-Behälter her. Für die braucht man halt Uranium-238, Aluminium und Thorium. Das Thorium wiederum gewinnen wir aus Stein, dem mysteriösen Energiekristall und Schwefelsäure. Schwefelsäure begegnet uns hier immer wieder. So, dann werden die Dinger hergestellt und mit denen kann man zum Beispiel die Assembling Machine betreiben. Oder Montagemaschine. Hier in der Maschine, weil die werden ja auch verbraucht, wie das auch Brennstäbe und so weiter an sich haben, werden die verbrauchten aufgearbeitet und es kommt letztendlich Uranium-233 raus. Das Uranium-233 wird dann gebraucht, um Uranium-233 Stäbe herzustellen. Die wandern hier ab, zeige ich danach, wo sie hingehen. Aus den verbrauchten Uranium-233 Stäben wird letztendlich Uranium-238 gewonnen. Wird auch noch des Öfteren gebraucht werden. Aus normalem Uranium machen wir in der Zentrifuge Uranium-235 und Uranium-238, wobei das 235 nur mit einer 0,7er Chance rauskommt. Und dann gibt es natürlich, was man kennt, den Kovarex-Anreicherungsprozess, den man nutzen kann, um dann wiederum Uranium-235 zu produzieren oder in höheren Mengen dann verfügbar zu haben. So. Dann können wir Uranium-235, 38 und Aluminium nehmen, um die Uranium-235 Stäbe, Brennstäbe, Röhren herzustellen. So, was haben wir hier? Die verbrauchten Uranium-235 gehen wieder in die Zentrifuge und dann erhalten wir Plutonium-239. Plutonium-239 mit Uranium-38 und Alu ergibt dann die nächste Variante an Brennstäben, und zwar diese Max-Full oder Fuel. Und auch die wiederum kann man in gebrauchter Variante dann nochmal durch die Zentrifuge jagen und man erhält letztendlich Uranium-238. So, und die letzte Herstellungsvariante ist dann der Brennstab, der hochenergetische. Da brauchen wir das Uranium-235, das Plutonium, Aluminium und erhalten diesen, der dann letztendlich auch 28 Gigajoule Leistung inne trägt. Und auch den kann man dann als verbrauchten durch die Zentrifuge jagen und erhält wieder Uranium-238. So, jetzt noch die Auflösung, wo das hingeht, denn das ist ja auch Bestandteil. Und zwar sind das die nuklearen Reaktoren, wa? Genau. Wie man hier sieht, braucht man für die relativ viel, um die zu produzieren. Eine Menge Stahl, Beton, dieses Compound-Material, die Energiekristalle, also einiges. Diese Reaktoren werden mit diesen Brennstäben gefüttert. Die Brennstäbe verbrauchen sich und liefern uns am Ende knapp 1000 Grad Temperatur. Es gibt, glaube ich, nach wie vor auch den Nachbarschaftsbonus, genau wie man es auch bei den anderen kennt. Ich bin mir jetzt gerade nur unsicher, ob das hier war. Ich glaube nicht. Mit dem Entladen. Aber das kann man uns dann nochmal angucken. Gut, diese Reaktoren liefern die Hitze. Die Hitze kann man in die Wärmetauscher liefern und dann eben Dampf mit 500 Grad generieren, der dann wieder zu Energie gewandelt wird.
So weit, so gut. Jetzt kommt die nächste Neuerung, Verbesserung, Steigerung. Und zwar, was wir vorhin schon mal hatten, diesen K1-Core gibt es dann im späteren Verlauf als K2-Core hier unten. Energy Provider, Beacon und K2-Core. Der K2-Core funktioniert wie der K1, Module rein, dann gibt es in dem Fall jetzt hier diese roten, K2-Tech heißen die, die setzt man in den Beacon rein und da übertragen die eben die Modulinformationen. Ich muss aktuell sagen, ich habe es bei mir nicht zum Laufen bekommen, dass die das machen. Wie die das machen, ich weiß es nicht. Es kann natürlich sein, wie gesagt, ich habe den Creative Mod an, dass es ohne den Creative Mod funktioniert. Bei mir aktuell nicht. Hier unten sind die verschiedenen Items, die gebraucht werden, oder Bestandteile, um eben diese zusätzliche Flüssigkeit zu produzieren, weil man braucht bei dem vom Anfang die K1-Core-Flüssigkeit, Computing Power und Memory und zusätzlich kommt aber K2-Energie hinzu. So nennt sich die Flüssigkeit. Die gibt es auch wieder in verschiedenen Herstellungsvarianten, wo eben dann oder bei der dann die Mengen variieren. Eine Menge Uranium und Batterien. Beim nächsten sieht man es, das Uranium ist ein bisschen weniger geworden, die Batterien auch. Dritte Variante, da fehlt schon das Uranium-235, Batterien sind geblieben und bei der Variante bekommen wir sogar noch Uranium-235 mit raus. Auch schön. Und schießen aber normales Uranerz rein. Also es ändert sich die ganze Zeit die Zusammensetzung und der Aufbau. Ja, so, was haben wir noch? Ach ja, was dann in dem Bereich noch neu war, waren die Charging Station und der verbesserte oder erweiterte Roboport. Der nukleare Miner, ah ja, den haben wir auch gleich hier unten, da kann man auch drauf zurückkommen. Die Maschinen haben wir, das passt, genau. Der nukleare Miner hier ist eine sehr schöne Sache, weil dieser Miner arbeitet eben auch mit Brennstäben. Und diese Brennstäbe muss man hier nur reinstopfen. Jetzt drehe ich mal den Greifarm und zack, legt das Ding los. Ich habe hier jetzt nichts drin. Keine Beschleunigung, keine Module, nichts. Arbeitet ganz alleine in dieser Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt hier noch Module reinsetzen, dann kriegen wir da schon ein halbes blaues Band fast voll. Also ich muss sagen, das ist eine schöne Sache. Wenn man hier guckt, da kommt was zusammen. Dass das immer wieder verschwindet, liegt an diesen Kisten aus dem Creative Mod. Nächste Sache sind die erweiterten Roboports. Die haben eine enorme Reichweite. Dass das hier sich jetzt so spreizt, liegt daran, dass ich unten noch mal einen habe, die aber miteinander, würde ich sagen, im Moment nicht verbunden sind. Dieser Robopod hat eine Aufladerate von 4x2 Megawatt und einen Maximalverbrauch von 12 Megawatt. Was für mich irgendwie ein bisschen in einem unsauberen Verhältnis steht. Weil selbst wenn er die Ports, na gut, okay, sie haben es addiert, Minimalverbrauch 4 MW, also der zieht immer 4 MW. Und wenn er dann eben die Robis lädt, dann dementsprechend mehr. 4 Robis mit 8 MW drauf sind 12 MW. Okay, ja gut, also er hat einen Grundverbrauch von 4 MW. Und dann gibt es diese Charging Stations, die ich persönlich sehr nett finde, weil die liefern 6x6 MW Ladepower. Und da läuft es genauso, 4 MW Grundverbrauch und dann eben die 36 MW drauf macht 40 MW Höchstverbrauch. Was hinzugekommen ist, das sieht man hier rumschwirren so schnell. Das sind die, kommen aber dann erst später, glaube ich, hier. Es gibt eigene Logistikbots und
Konstruktionsbots. Also man hat die Bau-Robis und die Transport-Robis selber nochmal eingefügt. Sind natürlich sehr aufwendig in der Herstellung, aber man sieht es, die sind sehr schnell und laden auch ratzfatz an diesem Tesla, nicht Tesla-Spulen, Charging Stations. Also aus meiner Sicht schöne Umsetzung. Dann kommen wir zum nächsten Teil und zwar zur Produktion, da wo ich jetzt auch schon drauf gegangen bin, des dritten Reiters. Hier gibt es Bleierz, eine ganz wichtige Sache. Bleiplatten, kompakte Space Data Karten, also Weltraumdaten, dann schön, jetzt ist der Punkt, wo ich dann doch gerne ein wenig deutsche Übersetzung hätte. Aber da gibt es eben diese strukturierten, exotischen Platten, Materialien. Und das gibt es dann nochmal, also das gibt es einmal als Down und als Up-Variante in Weiß und in Schwarz. Dann gibt es wieder diesen hochenergetischen Kristall. Und es gibt auch natürlich in gecrashter Version das Blei. Es gibt Fläschchen, Fusionstechnologie, die haben verschiedene Rezepte, deshalb tauchen die hier so oft auf. Also die kann man in verschiedene Art und Weise herstellen und dann gibt es auch noch diese exotischen Forschungsfläschchen. So, es gibt einen Neutronen-Activator, wieder ein Burner, thermochemischen Separator und Flüssigblei-Hitzetauscher oder Wärmetauscher. So, fangen wir einfach mal vorne an. Wir haben wie immer unsere Assembling-Maschine, die nukleare. Und dort lasse ich einfach nur die ganzen Teile herstellen, die wir eben so gesehen haben. Das Modulframe. Hat man das eben schon? Modulframe, Modulframe, Modulframe. Das war noch auf der Seite davor, genau, hier. Weil es greift halt alles ineinander, deshalb ist es auch vom Aufbau so schwierig und deshalb springe ich wahrscheinlich diesmal auch ein bisschen mehr als bei der ersten Mod-Vorstellung. Brauchen wir die Leichtbauteile und die erweiterten Schaltkreise. Um die Robis ein bisschen in Bewegung zu sehen, habe ich eben das hier alles per Logistik verbunden. Schöne an den Dingern ist, wir brauchen wieder nur diese Brennstäbe. Und nichts weiter. Und dann arbeiten die Maschinen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die verbrauchten Brennstäbe nicht rausgenommen werden. Man sieht, hier ist ein Greifarm dran. Der nimmt das Material raus, aber nicht die verbrauchten Brennstäbe. Also, was es da für einen Trick gibt, um die rauszukriegen, weiß ich aktuell nicht. So, dann der Modulkern wird hergestellt. Eben dafür brauchen wir das Frame und den Energiekristall oder die Matrix. Und dann kann man schon das erste eigene Modul Ausbaustufe 1 produzieren. Man braucht eben im Produktivitätsmodul den Kern und erweiterte Schaltkreise. Für die Ausbaustufe 2 braucht man selbstverständlich Ausbaustufe 1, wieder den Kern Produktivitätsmodul auf Stufe 2 und Prozessoreneinheiten oder blaue Module. Und für die Ausbaustufe 3 brauchen wir diese Fusionstechnologie in Flaschen oder die Fläschchen. Das Modul in Variante 2, den Kern und auch Produktivitätsmodul in Variante 3. So. Wie kommen wir an all die Dinge ran? Das ist relativ einfach. Und zwar, halt, wo braucht man jetzt das erste Besondere? Hier hinten, die Fläschchen. Die blauen Fläschchen erhalten wir, indem wir eine Rak. Nein, 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 nein. Die blauen Fläschchen erhalten wir. Hier.
Und zwar gibt es, das ist schon wieder das nächste Gerät dann oder die nächste Maschine, den Research Fusor oder Fusor, Fusor. Da benötigen wir Lithium. Also in Molekülform, Elektronenform, auf jeden Fall eben nicht mehr in der standardflüssigen Form. Und Protium H1. Das wird eben in diesem Research Fusor, also wird quasi aufgespalten, getrennt. Und dafür brauchen wir das gekraschte Blei, jagen das durch eine Chemiefabrik. Nein, nicht Blei, das gekraschte Lithium. Und erhalten dann eben das Lithium Li6, was wir in diesen Fusor einführen. Und wir müssen noch einführen das Protium H1. Dieses wiederum bekommen wir hergestellt aus Hydrogen und erhalten Protium H1 und noch Nebenprodukte Protium H1, genau. Ach Quatsch, das ist der Bauplan unten. Wir erhalten das Protium H1, Deuterium H2 und Tritium H3. Das habe ich hier in Tanks abgefangen, weil das so geringe Mengen sind und für die Vorstellung geht das wunderbar, weil wir erhalten 99.000 Einheiten und von dem anderen 10 oder eine. Also es ist immens viel. Und am Ende, der Prozess dauert lange, ich habe hier schon Speed-Module drinnen zu 250, also 500% beschleunigt diese Maschine, erhalten wir dann 5 von diesen Fusionsfläschchen. Die Fusionsfläschchen, die hier hinten gebraucht werden, um diese Module herzustellen. Also es dauert, um daran zu kommen. Und es wird eine Menge Material benötigt. So, ich hatte ja gerade gesagt, wir brauchen Hydrogen. Hydrogen wiederum stellen wir aus normalem Wasser her. In dem thermochemischen Separator. Der wiederum wird über ein Wärmerohr mit Energie verbunden. Oder mit Energie versorgt. Die Energie kommt wiederum, wie wir es schon hatten, aus dem nuklearen Reaktor mit 1000 Grad, geht hier rein. Und am Ende kommt Hydrogen raus in großen Mengen. Warum habe ich das als Pumpe nochmal dran? Egal. So, hier machen wir überall das Gleiche. Genau, Hydrogen kommt in großen Mengen vor. Und das Rezept, halt, das sind zwei verschiedene Rezepte. Da erhält man nur Hydrogen und dann gibt es das Rezept nochmal aus Wasser. Erhält man das Hydrogen, was man brauchen und Oxygen kommt auch noch raus. Also Wasserstoff und Sauerstoff. Und den Sauerstoff, das Oxygen, kann man dann in den Burner packen. Und dann haben wir es gleich für die Energiegewinnung mit verarbeitet. So, als Nebenprodukt. Und dann hat man hier oben ja noch das Protonium. Und da gibt es dann verschiedene Kreisläufe, wie das Protonium benutzt werden kann. Und zwar kann das eben in so einen Neutronenaktivator reingesteckt werden, das Protonium. Und wir erhalten Deuterium und das war's. Und genau, da geht es immer mit einem. Also man steckt 10 Protonium rein und erhält im Ergebnis ein Deuterium und 9 Protonium. Also man kann das Protonium, wenn man das hier durchlaufen lässt, am Ende aufbrauchen und erhält dann in selber Stückzahl das Deuterium letztendlich. Also man kann es quasi wandeln in einem Art Kreislaufprozess. Dasselbe kann man dann auch mit der nächsten Sache machen, Deuterium rein und man kriegt Tritium. Und so wird es immer wieder ein Kreislauf, bei dem es nach und nach gewandelt wird. Und auch hier habe ich das Problem, man packt Energiestäbe rein, aber die verbrauchten Energiestäbe, hier sitzt der Greifer, werden nicht rausgenommen.
Es passiert einfach nicht. Es wird nicht entladen. Warum? Ich weiß es nicht. So, damit haben wir das durch. Das durch. Die Dinger hatten wir schon. Hier sind wir jetzt komplett durch. Wie man an die Fusionstechnologie vielleicht hinkommt, hatte ich erklärt. Gibt es eben, wie gesagt, auch andere Rezepte mit Deuterium und so weiter. Da kann man die Fläschchen herstellen, aber es ist halt sehr langwierig. So, Neutronenaktivator, thermochemisch hat man, Burner hat man und den Liquid Wärmetauscher. Den muss man auch machen. Research Fuser hat man und Tokamak Fuser. Okay. Tokamak Fuser. Gut. Doch, das machen wir auch gleich. Hier hinten als letztes in der Reihe haben wir Sputnik-Satelliten, Weltraumprobe und Deep Space, also ganz tiefer, weit entfernter Weltraumprobe. Die benötigen wir, die können wir fertigen und die benötigen wir, um, also den Sputnik schießen mit einer Rakete nach oben und erhalten dann die Basis oder die normalen Weltraumdatenkarten oder Basic Space Data Cards, die wir später auch noch brauchen. Wenn wir die Space Weltraumprobe mit einer Rakete nach oben schicken, bekommen wir die Deep Space Datenkarten zurück. Und wenn wir die Deep Space Probe in den Weltraum schicken, bekommen wir Deep Space Erz. So, wie wir das Zeug basteln, ist relativ einfach. Sputnik hat man hier oben. Ach ja, stimmt, so weit war ich ja noch gar nicht. Gut, wir hatten die Sache mit dem Bleierz. Das wird auch nur mit Stein und Schwefelsäure gemacht. Dann die Bleiplatten werden eben nur aus dem Bleierz hergestellt. In dieser nuklearen Maschine geht das wunderbar. Brennstäbe rein, fertig. Dann gibt es die kompakten Space Data Cards, wofür wir die Basics brauchen, die man aus der Maschine kriegen, wenn man Sputnik reinstecken, also aus der Rakete. Dann können die verarbeitet werden und wir erhalten eben diese Karten. Sputnik-Herstellung hat man. Genau. Das sind diese Strukturrahmen, die hergestellt werden können. Dazu brauchen wir diesen Energiekristall, den besonderen, das Deep Space Erz und dann werden eben daraus diese exotischen Strukturen gebastelt. Bekommt man eine weiße, eine schwarze und die Energiematrix wieder, die wir vorhin schon mal gebaut haben. Und die schwarzen kann man separat nochmal herstellen. Das ist dann auch wieder so ein Umwandlungsprozess. Man packt 10 von den weißen Strukturen rein und kriegt 9 weiße zurück und eine schwarze. Also kann es damit direkt wandeln. So. Diese Energiekristall nochmal kann man mit Flüssiggas und dem Kristallkatalysator herstellen. Und hier hinten haben wir noch das gekraschte Blei. Einfach nur Bleiplatten rein und man kriegt dieses gekraschte Bleierz. Diese exotischen Science Packs, dafür brauchen wir diese beiden besonderen Materialien und die Fusionstechnologie Fläschchen und erhalten dann die exotischen Science Packs, Forschungsfläschchen. So, und jetzt kommt dieser ganze Kreislauf, gibt es ein Ergebnis, weil diese Space Proben können wir nur bauen, indem wir Sputnik-Satelliten haben und diese kompakten Space-Data-Cards. Wir erinnern uns, diese Space-Data-Cards sind das Ergebnis aus, hier oben haben wir es, den normalen Datenkarten und K1-Computerenergie. Die normale Karte kriegen wir, wenn wir den Sputnik in den Weltraum schießen und dann kommt die zurück. Und so läuft es dann beim nächsten auch. Die Deep Space-Probe können wir nur mit einer Space-Probe bauen und mit der Deep Space Datenkarte, die hier
aus der zweiten Rakete geliefert wird, weil wir nämlich die gerade vorher produzierte Space-Probe in den Weltraum jagen. Und wenn wir die Deep Space-Probe in den Weltraum jagen, kriegen wir das Erz wieder. Das Deep Space-Erz. Genau das Erz, was wir wiederum benötigen, um... Warten wir es gerade. Diese Strukturen zu bauen. Und diese Strukturen benötigen wir, um die exotischen Forschungsfläschchen zu bauen. Also ist alles ganz wild miteinander verknüpft. Jetzt kommen wir zu der Sache mit dem Blei. Blei ist hier eine ganz wichtige Komponente, aber nicht zum Bauen, sondern für die Energieerzeugung. Und zwar gibt es diesen Tokamak-Fusionsreaktor. Der Tokamak-Fusionsreaktor läuft aber mit flüssigem Blei. Flüssiges Blei und Deuterium, was wir vorher schon hergestellt haben. Und zwar läuft es so, wir müssen flüssiges Blei hier einbringen. Das flüssige Blei aber mit einer Temperatur von 500 Grad, das Deuterium, und wir erhalten dann in selber Menge, wie wir das Blei einbringen, 1500 Grad heißes Blei. Das habe ich dann hier erstmal eingefangen in Lagertanks. Dieses 500 Grad Blei, was rein muss, wird ganz normal in der Montagemaschine hergestellt aus gekraschtem Blei. Läuft hier rein, fertig. Deuterium hat man weiter vorne ja schon. Hier unten, wie es hergestellt wird. Und damit bekommen wir dieses heiße Zeug raus. Man beachte, dieses Gerät hat einen Maximalverbrauch, wenn es läuft, von 413 Megawatt. Also die Energieanforderungen, die hier sind, benötigt werden, sind enorm. Steigen noch mehr. Also das hier ist nur ein kleiner Teil gerade. Dann gibt es den Stellarator-Fusionsreaktor. Oder Stellarator-Fusionsreaktor. Hier sind die Mengen, die wir rauskriegen, geringer. Hier kriegen wir nur 1000 Flüssiges raus. Aber wir brauchen eben auch nur ein Deuterium und ein Tritium. Und haben dann 1000 Blei erhitzt. Auch das habe ich hier drüben abgefangen. Auch hier ist es so, einfach nur eine Montagemaschine. Das crasht Blei rein und man bekommt dann eben flüssiges Blei mit 500 Grad raus. Und jetzt kommt die interessante Sache. Es gibt diesen Liquid-Blei-Hitzetauscher. Und der wird gebraucht, weil wir haben Wasser, was wir mit dem 1500 Grad Blei zusammenschmeißen und erhalten dann 500 Grad Blei, also genau das, was wir hier oben schon mal eingeführt haben, und Dampf. Aber nicht irgendwelchen Dampf, sondern 1000 Grad heißen Dampf. Und diesen 1000 Grad heißen Dampf stecken wir in unsere Turbinen. Unsere Turbinen, die normalerweise mit 500 Grad Dampf arbeiten. Ich bin der Meinung, bei meinem Testen festgestellt zu haben, dass die Turbinen länger laufen mit dem 1000 Grad Dampf. So, diese Teile liefern dann eben das verbrauchte 500er Liquid wieder zurück. Also es ist ein Kreislauf, es wird erhitzt auf 1500 Grad und abgekühlt auf 500. Dabei entsteht Dampf, den Dampf nehmen wir für die Energiegewinnung. Das Abgekühlte wird zurückgeliefert. Genau, und geht dann in die Maschinen wieder rein. Einmal hier rein. Und ich habe sie alle miteinander verknippert, die Maschinen. Also auch hier rein. Weil das Teil hier drüben braucht natürlich eine Weile, bis es 110.000 Einheiten flüssiges Blei auf 1500 Grad erwärmt hat. So, dann habe ich das ganze Blei hier in Rohre nach unten
abgeschoben, weil ich rauskriegen wollte, wie ist denn der Aufbau jetzt wirklich und gut und effektiv. Nur mal so als Beispiel, wir haben hier gerade Verbräuche von 500 Megawatt, also es liegen gerade 2,1 Gigawatt an verfügbar. 500 Megawatt, je nachdem, was anläuft, gehen die Verbräuche gewaltig hoch. Bis dahin, wie man es gerade gesehen hat, 3 Gigawatt, das ist gar nicht ausreicht. Und dann habe ich mir Einzelaufbauten gemacht und habe festgestellt, dass so ein Liquid, also Flüssig-Blei-Wärmetauscher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 Turbinen problemlos versorgen kann. Bei der 17. bricht es ein, aber 16 funktioniert genau. Das heißt also, mit einem so einem Wärmetauscher erhalten wir 16 mal 5,8 Megawatt Energie. Und das ist, denke ich, eine ganze Menge. 5,8 mal 16, jetzt müssen wir mal kurz überschlagen, das sind 50, das sind 30 drauf, sind 80. Nochmal 8 drauf, sind wir bei 88 und nochmal 4,8 drauf, sind wir bei 92,5, 92,8, also knapp 93 MW Megawatt liefert ein so eine Einheit. Und hier habe ich jetzt einfach mal nach unten ausgebaut. Ich denke, die Sache geht noch weiter, weil es ist immer noch, auch hier unten, wenn man auf die Leitungen geht, es ist immer noch genug Blei in den Leitungen, flüssiges 1500 Grad heißes Blei. Also man kann die Sache noch weiter aufbauen. Also es stehen immense Mengen an Energie zur Verfügung, die man auch braucht. Und zwar für das nächste Bauteil. Und zwar ist das der hier. Also, wir gehen mal ganz kurz durch, da hat man sehen, dass wir alles hatten. Research-Fusor hat man schon. Tokamak-Fusionsreaktor ist hier oben, der linke. Nein, Stellarator ist der rechte. Dann kommen schon die Logistik- und Bau-Obis, die Sputnik-Satelliten, die Space-Probe und die Deep Space-Probe. Das hat man. Hydrogen hat man uns schon angeschaut, flüssiges Blei haben wir uns gerade angeschaut und die Arten, wie man es erhitzen kann. Dampf 1500 Grad gehört natürlich hier dazu. Und dann noch das Deuterium, Tritium und so weiter. Also, das hat man auch schon. Alles Dinge, die wir schon hatten. K3-Energie gucken wir uns gleich nochmal an. So. Jetzt bin ich raus. Achso. Die Zeile hat man noch nicht. Es gibt den Star Engine Fusionskern und es gibt die Star Engine Cooling Unit. Top, also oben. Und die gleiche gibt es auch für unten. Dann gibt es die Heating, also Erhitzungsunit und die halt nochmal Heating Unit. Beide Male die Erhitzungseinheit. Einmal für links, einmal für rechts. Und dann gibt es die Cooling-Einheit für oben und unten. Und dann wird dieses Ding, also das hier ist die Star Engine, der Fusionskern, hat halt oben die Kühlungseinheit dran. Dieselbe gebaut gibt es für unten und bei der Hitzeeinheit genauso. Die gibt es einmal für rechts und einmal für links. Diese Hitzeeinheit wird versorgt mit Protium und das wird dann hier drinnen gewandelt in reine Energie. Aber dieses Teil hat einen Verbrauch, wenn es läuft, von 733 Megawatt. Das geht in den Fusionskern rein und in den Fusionskern, und jetzt kommt eine ganz tolle Sache, die dieser Mod hat, wo ich sagen muss, das weiterentwickelt wurde, ist echt genial. Man nimmt dieses erhitzte Protonium, was hier in einer Menge von 52.000 Einheiten gerade vorliegt. Und das wird gewandelt in heißes Eisen oder erhitztes Eisen. Das kann eben dieser Fusionskern. Und dieses erhitzte Eisen geht nach hier oben
in den Cooler. Und dann wird aus dem erhitzten Eisen ja, Iron, also Eisen Fe56, also auch noch in, so wie man das hier sieht, in Molekülform. Nee, Molekülform ist es nicht. Es ist aber eben auf jeden Fall noch nicht als fester Stoff verfügbar. Und dazu jagt man es durch Rohre in eine Montagemaschine und dann werden aus 1000 und dann werden aus, stopp, 500 von diesen Einheiten 500 Eisenplatten. Ja, und die lässt man ganz normal rauslaufen. Das sind blaue Bänder. Und man sieht es, es ist immens viel, was hier rausläuft. Ich habe das jetzt so zusammengelegt, man könnte das noch anders gestalten. Könnten wir ja mal kurz machen, dass man ein bisschen mehr Durchsatz sieht. So. So und so. Einmal. Jetzt haben wir hier den Durchsatz erhöht. Und dann machen wir das hier drüben auch noch. Dann laufen die Teile hier leer. Und dann läuft das Ganze hier unten wieder an. Und dann brauchen wir Energiemengen, die jenseits von Gut und Böse sind. Und immer wenn der kurz anläuft, da ist es soweit, dann reicht unsere Energie nicht aus. Dann sprengt es den Rahmen. Dann geht die Sache hier hoch bis auf 1 Gigawatt. Das ist das, was dieser Fusionskern braucht. Aber der Fusionskern kann nicht nur Eisen herstellen, sondern auch, das sehen wir dann hier in der nächsten Reihe, genau. Der kann das Eisen herstellen, der kann Kupfer, Sulfur, also Schwefel, Helium, Uran und was haben wir jetzt hier? Achso, das Uran 235 und Uran 238 herstellen. Und das alles hier drin in diesem Kern. Dann durch die Kühleinheit, durch die Montagemaschinen und dann kommt das jedes Mal als Platten oder Erz dann entsprechend raus. Sieht man hier unten. Also Lithium aus dem abgekühlten Eisen und so weiter. Oh, okay, man kann auch gleich Eisenzahnräder daraus herstellen lassen oder Stahl. Oh, das ist gut. Dann kann man das hier oben mal ganz kurz ändern. Soweit hatte ich gar nicht geguckt. Also es geht dann auch so und es geht auch so. Cool. Und das alles aus einem 500 zu 500. 500 zu 500. Und beim Stahl brauchen wir aber eine andere Menge, oder? 500 zu 500. Da wird ja Stahl wertlos. Na egal, aber es funktioniert. Schön. Dafür braucht man den. Und dafür braucht man Energie in Unmengen. So, und jetzt kommt noch eine schöne Sache. Es gibt diesen KI-Core noch als Variante 3. Und Variante 3 bedeutet, wir haben die Flüssigkeiten vom Anfang, wir haben die K2-Energie und jetzt kommt noch die K3-Energie dazu. Und die K3-Energie ist, wie soll es anders sein, wieder in verschiedenen Varianten verfügbar. Aber dafür brauchen wir erweiterte Schaltkreise, ist kein Problem. Fusionstech-Fläschchen sollten zu dem Zeitpunkt auch gut gehen, aber Exotic Cyan Packs. Und die sind gar nicht so viel verfügbar. Und die Rezepte sind natürlich wieder so, wie man es kennt. Je besser sie erforscht sind, umso weniger Material brauchen sie. Also wenn wir hier beim ersten gucken, da braucht man noch 20 rote, 20 von den Fusionsfläschchen und 4 exotische Forschungspakete. Und wenn wir den letzten nehmen, da brauchen wir die exotischen Forschungspakete gar nicht und nur 12 von den Fläschchen. Die roten Schaltkreise lasse ich mal außen vor, die sollten zu dem Zeitpunkt in Hülle und Fülle verfügbar sein, wenn man da angekommen ist.
Ja, und dann kann man auch hier wieder mit dem Biegen arbeiten. Was ich aber, wie ich schon sagte, bei mir aktuell nicht hinbekomme, ich kann es nicht vorführen. Ich hoffe, dass es geht und dass es nur an meinem Creative Mod liegt. So, und dann gibt es noch, was muss man noch, den Teil haben wir. Exotic Stage. Da gibt es halt nur noch mal Baupläne, die interessanter sind. Eben diese kombinierten Materialien, Leichtbau, Deep Space und drei von den Strukturen, dasselbe in Schwarz. Und daraus kann man dann kompakte Fusionszellen machen. Und diese kompakten Fusionszellen braucht man dann wiederum, und das ist jetzt wieder eine sehr schöne Sache, um diesen EM-Suspension-Zug herzustellen. Das Besondere an dem Zug ist, ich habe die hier mal gebaut. Dieser Zug hat keinen Brennstoffbedarf mehr. Das heißt also, der Zug fährt ewig. Dieser Zug hat auch einen Anhänger und also hat zwei Hängertypen. Einmal normale Ladung und einmal Tankladung. Und auch dort ist immer diese kompakte Fusionszelle mit drinne. Und das bewirkt, dass der Zug K1, Wartebedingung, Zeit vergangen. Machen wir mal. Fünf Sekunden. Und K2, Wartebedingung, Zeit vergangen. 5 Sekunden. Und dann sagen wir jetzt mal, ab die Post. Und jetzt aufpassen. Gesehen? 5 Sekunden rum. Zack, angekommen. Wir begeben uns mal mit rein und fahren mal mit. Hat man ein besseres Gefühl? Das ging schnell. Aus meiner Sicht ging das sehr schnell. Ich nehme jetzt mal den hier noch raus. Und lassen jetzt einfach mal fahren. Nur, dass man ein Gefühl hat. Es ist enorm. Der macht eine Höchstgeschwindigkeit von, ich glaube, 800 km/h. Man merkt es, oder? Ich drücke schon gar nicht mehr drauf. Ich lasse uns einfach nur ausrollen. Ich find's heftig. Eine Wahnsinnsbeschleunigung und Bremsen ist geil. Man drückt drauf und er steht. Man drückt drauf und er steht. Also ich finde es enorm. So, und dann haben wir noch die Fusions-Assembling-Maschinen. Deshalb habe ich hier oben so einen Aufbau. Da habe ich eben diese andere Assembling-Maschine nochmal drinne. Und auch bei der ist es so, die braucht Materialien, diesen kompakten Fusionszelle. Und dann steht die da und will keine Energie mehr haben. Die arbeitet dann auf ewig. Und das ist eine coole Sache. Keine Umweltverschmutzung, kein Energieverbrauch, nichts. Baut einfach. Herstellungstempo 10 ist enorm. Ja, und damit sind wir alles von diesem Mod durch. Ich hoffe, ich war nicht zu chaotisch, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe ein wenig den Überblick verloren. Ich hoffe, ich habe alle Zusammenhänge darstellen können. Denn alles in allem ist es für mich extrem. Also ich empfinde den Mod als extrem, aber extrem aus dem Grund, weil er gut ist.
weil er wirklich extrem gut ist. Vielfältig, ein unheimlich. Achso, die nehmen nur das. Ein unheimlich langer Aufbau, von dem man viel hat. Ein Aufbau, der viele Ressourcen braucht. Ich würde sie nur mal kurz wieder zum Laufen kriegen. Nur damit hier ein bisschen was los ist. Sieht immer so doof aus, wenn das alles rumsteht. So. Haben wir hier ein bisschen Bewegung. Okay. Und genau mit der Bewegung, denke ich, lassen wir diesen Mod hier enden. Die Mod-Vorstellung. Und ich hoffe einfach, dass ihr Freude hattet, dass es Spaß gemacht hat, dass meine Erklärung und das Zusehen nicht zu schwierig und kompliziert waren. Und ich würde die Aufnahme dann jetzt beenden. Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, drückt auf Abonnieren. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.